willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Wir brauchen hier noch etwas Gold, genau noch 40 Goldstücke, dann können wir endlich das nächste Abenteuer machen. Und das wollen wir jetzt hier machen. Deswegen bin ich jetzt noch geschwind online. Ich werde kein langes Video hier machen, hoffentlich. Ich rush nur etwas durch, damit ich das Gold habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und eine gute Unterhaltung. Bei Hearthstone ergibt sich das ja immer irgendwie von alleine. Man wünscht keine besondere Unterhaltung und dann plötzlich kommt sie, so wie letztes Mal. Ich habe im letzten Video gegen einen von den Zuschauern gespielt, gegen Yoshi auf Twitch. Und der war auf Twitch online, hat gemeint, er will auch mal gegen mich spielen. Dann hat er gegen mich gespielt. Die fanden das wieder mal lustig, so wie ich hier spiele. Die Leute. Weil, keine Ahnung, sie der Meinung sind, ich spiele nicht wirklich gut. Auf jeden Fall habe er dann gegen mich gespielt und ich habe ihn in einer Runde 30 Lebenspunkte auf einmal weggezogen und zwar ziemlich überraschend. Lustig war es. Lustig war es. Ich habe mich so abgehauen, immer so zum Schluss hin wurde es dann interessant, aber diesmal war ich definitiv nicht mehr so lange. Ich spiele jetzt maximal noch eine halbe Stunde, dann höre ich auf für heute, weil ich auch irgendwann schlafen nachholen muss. Ich habe zwar ein bisschen geschlafen am Abend, aber ganz so durchmachen kann ich nicht jede Nacht. OBS Studio wieder. Immer um die Uhrzeit herum spielt 30 Diener aus, die 2 oder weniger kosten. Oder spielt Diener aus, die 5 oder mehr kosten. Naja, da kann ich wieder das Zoo-Deck spielen, eigentlich, es wäre besser. Weil die 5er Diener zum Ausspielen ist schwierig. Ich spiele abwechselnd mal Zoo, mal schon mal Priester. Okay. Warte, schauen wir mal kurz, wie viel 5er Diener habe ich hier im Zoo-Deck? 5 und. Wobei hier. Ich habe nur 2 hier. Den und den und den. Ich komme nicht so oft dazu, dass ich die teuren Diener ausspiele. Und in dem anderen Hexenmeister-Deck habe ich 9 und 10. Ist gescheit, ich spiele Hexenmeister. Nochmal gucken. 2 oder weniger war das, oder? Ja, schon mal Hexenmeister. Gut. Spielen wir eine Runde Hexenmeister. Los geht's. Bei dem anderen Spiel, was ich immer so die ganze Zeit spiele, was mich auch etwas fordert, das Shadow Tactics, bin ich jetzt in der vorletzten Mission schon. Urschwer dort. Fast so schwer wie hier. Ich finde es immer witzig, wenn ich hier spiele und da kommen die Leute und steigern sich sowas von rein hier im Kommentar-Ding. Mehr als ich. Denen ist es wichtiger als ich, ob ich hier gewinne oder verliere. Das finde ich sehr spannend. Na dann. Warum ruft ihr mich? Na, weil du ein Einserkrieger bist. So. Morgen kommt auch hoffentlich mit einer Gasfeder. Dann sitze ich wieder auf einer richtigen Höhe hier. Vom Drehstuhl meine ich jetzt. Was ist denn hier? Ich habe eine Reconnection. Ach komm schon. Programm sofort schließen. Ich fange gleich super an und dann gleich Reconnection hier. Abbrechen. Windows versucht einen Fehler zu finden. Hat Windows jemals einen Fehler gefunden? Komm schon, mach das zu jetzt. So. Nichts wird aktuell gespielt hier. Ist los? Ich hänge gerade ein bisschen hier wegen dem Internet. Gut, bin schon wieder da.
Erste Runde. Geht gleich wieder weiter. Und ich bereite ihm gleich Schwierigkeiten hier in der ersten Runde. Ich habe nur einen Zug verpasst, was auch immer er gemacht hat. Was kann der? Hat für seinen Angriff. Während er eine Waffe trägt. Na dann. Wunderbar. Einfach Vollgas hier. Haltet 5 Rüstung, zieht eine Karte. Tu nur, kein Stress. Tu dir keinen Zwang an. War ein schlechter Drop. Aber ich kann die zwei immer noch spielen nächste Runde. Ist gar nicht so schlecht, wenn ich die nicht spiele. Vielleicht kommt noch so ein Tafelsilber-Golem. Na wunderbar. Er hat alle zwei verbraucht. Jetzt macht er mir 4 Damage ins Gesicht. Auf was wartet er? Hat sich jetzt vier Schaden genommen. Vielleicht hängt er jetzt genauso wie ich. Schon wieder hier Verbindungsprobleme. Was ist los hier? Also manchmal. Hängt mein Internet, hängt meine Leitung, hängt, was hängt da jetzt? Die ist gar nicht so schlecht, die Succubus-Karte. Für 2, 4, 3 Angriff ist gut. Zerstört er mir die Succubus-Karte? Nee, macht er gar nicht. Oha. So. Entweder er macht was oder er ist des Todes. Zack, zack, zack. Dann Ansturm. Was macht er? Er geht echt face hier. Ich tappe mal eine Runde. Verleiht einen anderen Dämonen plus 1 plus 1. So, da hat endlich mal dieses Ding hier was gebracht, der Kristallwirker. Er legt einen rostigen Haken an. Er kann mir nicht mal den Doomguard zerstören und hat damit verloren. Ich würde jetzt fast sagen, gut gespielt, hat aber nicht gut gespielt. Gut. Okay. Wie heißt der? Heißt nicht Doomguard, alle nennen ihn immer Doomguard. Wie heißt die Karte? Gut.
Weiter geht's. Wir haben jetzt gleich 8 Diener auf einmal aufgespielt. Wir schaffen nur diesen Erfolg und hören dann auf. Also, ich werde jetzt sehr diszipliniert sein. Okay. Ich muss sagen, das ist ein Zoo-Deck. Ich kann es natürlich noch schärfer spielen. Durchaus sehr, sehr schön zu spielen ist. Den brauche ich nicht in erster Runde. Ich tue die zweimal weg. Vielleicht bekomme ich eine Einzelkarte. Sehr schön. Gut. Schon praktisch, mit lauter billige Diener hier anzugreifen. Jetzt zerstört er ihn, oder? Ein Geheimnis auf seiner Hand. Lässt ihn auf die Hand zurück, oder? Ja. Stört mich jetzt nicht sonderlich viel, muss ich sagen. Sehr gut. 3 Damage sind 3 Damage. Das ist unsere Devise. Also diese Eisfalle zu Beginn spielen war für ihn halt nicht so gut. Sehr gut. Ich gehe ihm lieber voll ins Vollangriff. Er hat jetzt nochmal 19. Das in der dritten Runde, das war nicht schlecht. Das kann es natürlich sein. Okay. Hoffen wir auf das Beste. Auf den, wunderbar. Bin gespannt, wer das jetzt löst hier. Wildtier mit 8,7, das ist natürlich toll. Aber was interessiert mich sein Wildtier? Wäre sehr, sehr teuer, wenn ich jetzt den nur ausspiele, um den hier zu vernichten. Hat noch 14. Kann mir aber auf Anhieb 10 Schaden machen. Respekt, der Hornsturm. Nein. Doch. Er hat mir erheblichen Schaden hier zugefügt.
Der ist schneller auf dem Brett gewesen wie ich. Ich hätte klären sollen, ich hätte ihn entfernen sollen. Jetzt brauche ich etwas anderes. Ich habe verloren. Ah. Okay, er hat mich besiegt. Ich hatte nur mehr 8 Leben und er hat einen neuen Angriff gehabt. Ich habe das Brett nicht klären können. Er war schneller auf dem Brett als ich mit einem Jägerdeck. Respekt an ihm. Aber ich habe schon 14 von meinen Karten ausgespielt, das ist wichtig. Innerhalb einer halben Stunde spielen wir die Karten jetzt alle aus. Dann haben wir es geschafft. Muss ich noch die anderen Sachen alle einstellen hier? Gut, was spielen wir heute? Nicht einen Diener bekommen. Mit 1. King Shami habe ich schon überhaupt noch nie gespielt hier bisher. Ein Zauber bitte weg. Sehr gut, den brauche ich eh nicht so sehr. Grüßt euch hier im Stream. Gut, 24. Okay, jetzt hat er sich 2 Spottwölfe hergeholt. Die haben je 3 Leben. Was könnte ich ziehen? Ich könnte was ziehen, deswegen tappe ich mal. Wunderbar. Und jetzt noch. Ja. Läuft doch. So, mach mal. Jetzt wird er die vernichten, die Karte. Dabei. Na dann, wenn er unbedingt den haben will. 3 und 1 ist 4. Ich hole mir noch eine Karte, was kommt? Wunderbar. Wunderbar. Bisher gut Glück gehabt beim Kartenziehen. Sagt 4 Schaden, ruft der Jade-Golem herbei. Er kommt nicht in die Gänge. Und da haben wir ihn auch, unseren Joe. Das mache ich, habe ich noch 4. 1 und 4. Schauen wir, was wir bekommen. Ha! Sehr gut. Benachbarte Diener mehr Angriff.
Noch ein Jahr der Golem. Noch ein Jahr der Golem. Aber es kommt zu spät für ihn. Verursacht 4 Schaden. Hier, nimm die Karte auf deine Hand. Gut. Hat funktioniert. Gold und jetzt kommen noch die 40 Gold bald. Noch eine Runde. Hopp, hopp. Es ist ja spannend, dass ich hier jetzt immer wieder gewinne, verliere, gewinne, verliere, gewinne, verliere. Ich verliere nicht durchgehend, aber ich gewinne auch nicht 3 Stück am Spiel zum Beispiel. Gib mir bitte eine Einserkarte oder mehrere Einserkarten. Na, von mir aus. Vielleicht ziehe ich jetzt. Naja. Bis der was ausspielt, ist er weg. Seine ganzen Einserkarten hier. So viele Einserkarten und ich ziehe keine einzige. Das ist unglaublich, da hat er recht. Kann der aufhören zu sagen, das ist unglaublich? Ich könnte jetzt versuchen, das abzuwerfen. Vielleicht werfe ich den Jade-Golem ab. Nächste Runde mache ich zack, 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 dann werfe ich den. Okay, wir machen das. Einmal so. Einmal so. Und jetzt hoffentlich. Ja, jetzt schmeißt er den Spott ab. Wäre natürlich besser gewesen, wenn jetzt der Tafelsilber-Golem mit runtergekommen wäre. Aber es läuft doch. Sieben, sieben mit Überladung. Glückwunsch. Soll ich mich tappen? Ich tappe mich mal. Da ich nicht sehe, dass er jetzt hier eine Waffe hätte. So, soll er mal machen hier, mal sehen, was er macht. 20 hat er noch. Nächste Runde kann ich ihm diesen Diener entfernen, wenn ich möchte. Möchte ich aber gar nicht so sehr. Ich mache wieder Face, Face, Face hier. Ich hätte ein bisschen mehr Karten gebraucht. Ich brauche noch etwas mehr Karten. Aber es läuft. Der Vogelgreif hat hier eine Rentiernase. Also lang braucht ihr zum Überlegen.
Da bin ich gespannt, ob mich die Elemente vernichten. Wir sind hier in Runde. Okay, sie vernichten mich doch hier, die Elemente. Naja. Ich hätte ihn eventuell entfernen sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt stehe ich etwas blöd da. Ja. Vielleicht habe ich Glück. Ich hätte den hier ausspielen sollen. Warum habe ich den ausgespielt? Weil ich dachte, der besiegt mich jetzt sowieso. Der wird ja wohl zwei Schaden machen können, ja? Er hat der Zauber noch auf der Hand, wenn ich ihn richtig interpretiere. Egal was tun, Hauptsache schnell tun hier. Er hat mich echt nicht besiegt. Ich kann aber den 7er dennoch nicht entfernen, glaube ich. Nein. Ich habe nichts mit Ansturm bekommen. Hätte ich den entfernen können, aber den nicht mehr. So, noch ein Spiel. Neues Spiel, neues Glück. Läuft bisher gar nicht so schlecht. Eigentlich. Bis auf das, dass ich jetzt einen mit neuen Angriff hätte ich eventuell doch klären sollen. Weil ich nicht mehr so gut ins Zug, weil er mir, wie soll ich sagen, das ganze Board auf einmal geklärt hat. Da hätte ich ihm zuerst lieber seins clearen sollen, dann hätte er ruhig meins clearen können. Noch gegen Priest, gegen Magier sollte es eigentlich schwer sein, glaube ich. Ich kann es natürlich jetzt probieren. Der war gut hier. Mit +1/+1. Ziehe noch eine Karte eigentlich. Ach. Ach, und der geht auch noch Face hier. Warum nicht auf einen der Spottdiener? Das macht dann nichts, greift mich nur mit dem Feuerball an und legt sich einen Diener hin wahrscheinlich. Also er täte gut dran, wenn er das machen würde. Was passiert? Sehr gut. Das Beste, was hätte passieren können, ist passiert. So, wir spielen mal den Joe. Da kann er mir, wenn er mir jetzt einen Schaden zufügt, schenkt er mir einen Zauber. Hat aber in der dritten Runde nichts, womit er mir entfernen kann. Kann ich maximal auf 1 runterbringen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Die Leute mögen meinen Show nicht. Ich finde, er ist aber ein bisschen ein Game Changer hier in seinem Deck. Weil es total untypisch ist für einen.
Hoppla. Gut, er hat nichts. Wunderbar, danke. Ich kann auch zwei Karten ziehen jetzt. Brauche mich nicht tappen. Und ich ziehe mehr Diener auf einmal. Ich ziehe nochmal zwei Karten, mal sehen, was kommt. Ziehe selbst zwei Karten, wenn du möchtest. Wie viel hat er jetzt? 9. Ich setze jetzt noch zwei Zauber ein, dann hat er die Hand voll, dann kann er nichts mehr verwenden. Er zieht zwei Karten, dann hat er 10. Danke, ich ziehe dann auch noch zwei. Jetzt hat er 10 Karten und ein Mana. Ich werde jetzt einen Zauber einsetzen, damit er voll ist, und ich spiele jetzt die ganze Zeit Zauber aus. So, als erstes machen wir das hier. Schade, dass der ein Succubus weg ist. Jetzt hat er schon 10. Warum hat er aufgegeben? Ich hätte ihm jetzt die ganze Zeit Zauber reingeschossen in die Hand. Diese Runde wäre witzig gewesen jetzt. Ich hätte ihm jetzt so viele Zauber auf die Hand geschoben, dass er die ganze Zeit volle Hand gehabt hätte. Mit dem Joe. Ich hätte noch viele billige Zauber gehabt, die mir wurscht gewesen wären, weil er meine Diener damit zerstört. Ich hätte ihm seine Hand gefüllt jetzt. Wir lassen das so. Das gefällt uns. Wir haben was für die erste Runde, wir haben was für die zweite Runde, wir haben was für die dritte Runde. Wir haben quasi was für jede Runde. Damit sind wir sehr, sehr zufrieden. Jetzt bin ich dran. Warum ruft ihr mich? Weil du gut bist. Ein 1-3er-Spot hier. Meins war höher. Donkey. Was kann der? Nichts im Sinne von nichts. So, jetzt bin ich gespannt, ob der auch so gut spielt wie der letzte Jäger. Der letzte Jäger war ja gut eigentlich. Er hat keine Karte. Was sagt mir das aus, dass er in den nächsten Runden dann mal hier voll Gas geben wird, der Typ? Jetzt haben wir mehr Angriff auf dem Brett für die nächste Runde. Kann auch den Dreier dazu tun. Dann habe ich hier 3, 4 und 2, 6 Schaden nochmal. Dann bin ich schon auf 22 runter. Und ich kann noch einen Gegner vernichten. Sollte er ein Leben haben hier. Wobei ich glaube nicht, dass er jetzt mit einem Einzeldiener kommt. Ich vermute mal, dass er aufgeben wird. Sehr gut. Nächste Runde Doomguard, Tafelsilbergolem. Beide auf einmal. Hoffentlich. Wenn es wahr ist. Die haben jetzt alle einen Ansturm. Die haben zwei. Wow.
Ja, alle anstammen. Gut, ich habe gut geklärt. Ich glaube, es war notwendig in der Runde jetzt. Und nächste Runde kommen wir mit dem anderen daher. Das ist eine seltsame Runde, sie in dieser Runde auszuspielen, weil er dann die Karte zwar auf die Hand bekommt, kann sie nicht ausspielen, weil er eigentlich zu wenig Mana hat. Und wenn er dieses Duell gewinnt, bekommt er eigentlich eine Karte, die viel Mana hat, sonst würde er das Duell nicht gewinnen. Jetzt gibt es einige Möglichkeiten. Ich kann den Ansturmdiener bringen, ich kann aber auch den Ansturmdiener bringen. Hoffen, dass noch der zweite mit runterfällt. Mach dem hier dann mehr Schaden. Oder ich spiele die drei Karten aus. Hoffe, dass auch der runterfällt und dass mir der auf der Hand bleibt. Was natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Aber das wäre für mich, glaube ich, am effektivsten. Dann hätte ich den mit Ansturm, könnte den entfernen, könnte den entfernen. So, mal sehen, was runterfällt. Ich hätte es auch anders machen können jetzt. Jetzt habe ich meinen Zauber verloren. Dafür ist der Succubus noch da. Jetzt wird er mir den relativ starken hier entfernen. Tut er nicht. So, jetzt hat er was wahrscheinlich, womit er zwei Schaden an alle macht. Okay, er hätte doch den töten sollen, hat er nicht gemacht. Da hat er nichts, womit er einen Schaden entfernen kann. Irgendein Ansturmdiener hat er nichts. Ach so. Doch, er hat jetzt die Falle mit den zwei Fahnen. Er ist so witzig. Also, wenn ich das richtig interpretiere, hat er die Falle, die mir jetzt zwei Schaden macht. Er wollte mich damit nur ködern. Also zerstöre ich mir den Doomguard gleich selbst. Weil das eh nichts bringt. Habe ich richtig interpretiert? Dafür werdet ihr büßen. Und ich bin ihm dennoch zumindest mit 4 ins Gesicht gefahren. Ja, ich habe ihn wenigstens richtig gelesen hier an der Stelle. Der wollte mich echt mit dem Spruch linken. Hat ihn angegriffen und gesagt, ups, oh, ich habe seinen Fehler gemacht. Ich habe nicht den Doomguard angegriffen. Oh. Ich tappe mich. Ja, der Joe ist da. Das ist gut.
Was macht er jetzt? Mach mal einen Zauber. Erstaunlich. Erstaunlich, weil ich den Show spiele. Kein Depp spielt Show, oder? Ruft alle drei Tierbegleiter herbei. Hallo. Ja, nächste Runde habe ich auch ein paar. Habe ich gewonnen? Nein, habe ich verloren? Ich habe nicht verloren. Ich besiege ihn, ich schlage ihn jetzt. So, ich habe jetzt auf der Hand. Ich habe hier 13 Schaden. Das geht sich nicht aus. Erstaunlich. Das geht sich nicht aus. Ja. Vielen Dank. Ja, ich hätte 10 gebraucht. Dann hätte ich einen töten können und mit den anderen drei die anderen drei töten können. Da wäre es ausgegangen. Ohne Joe wäre ich direkt eingefahren, hätte ich keine Chance gehabt. Egal, so, ich habe jetzt die 40 Gold beisammen und habe jetzt endlich die 710. Und nächstes Mal können wir das Abenteuer spielen. Wunderbar, hier. So, ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Wir haben gesehen, der Joe ist gar nicht so schlecht gefahren in der Runde. Einmal Joe hier ausspielen und... war, finde ich gar nicht so unklug. Hätte mir durchaus die Haut retten können. Jetzt mit dem Show hat es aber nicht ganz funktioniert. So, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht hier, die zugeschaut haben und danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächstes Mal dann direkt im Abenteuer bei Let's Play Hearthstone. Bis zum nächsten Mal, euer Wingman.